Hallo und herzlich willkommen. Wir haben hier ein wunderschönes Spiel für euch. Winter gegen Nobly. Das ist das zweite Spiel dieser Phase nach den Brackets. Nach der Gruppenphase. Auf jeden Fall ist hier Spiel 2. Es steht 1-0 für Nobly. Kommentieren tun der Duden 2 und meine Wenigkeit. Hallo. Am Tracker ist heute Roti für euch. Und ja, ich hoffe, es gibt ein wunderspannendes Spiel. Und ich freue mich drauf. Jo, ich genauso. Ich finde die Namenswahl von Winter ein bisschen fragwürdig. Aber ich denke, so pessimistisch wie das wirkt, so optimistisch können wir hier rangehen, dass er auf jeden Fall stark spielen wird heute. Wir haben schon im ersten Spiel gesehen, dass beide auf einem ziemlich ähnlichen Niveau spielen. Die Bomb-Dupe-Taktik von Nobly ist dann am Ende allerdings aufgegangen. Ich weiß nicht, ob Winter die gar nicht konnte oder ob er sich die noch nicht angeschaut hat. Auf jeden Fall hat Nobly damit einen riesigen Vorsprung rausgehauen. Aber was Execution angeht und alles andere in-game, glaube ich, sind die beiden ziemlich ausgewogen. Ja, also es war im ersten Spiel so, da gab es einen Hammer auf der Fat Fairy und den kann man sich entweder holen, indem man Aga macht oder die Red Bomb dupliziert. Und ja, Winter hat Aga gemacht und alle Pendant Dungeons gedippt und Nobly hatte den Riecher für den Hammer. Aber wir haben jetzt ein neues Spiel, vielleicht läuft das jetzt anders. Wir haben 10 Pfeile in Links Haus und gespielt wird ein Standard mit normalem Itempool. Wir bekommen alles, was es gibt. Müssen jetzt erstmal die Prinzessin retten, dafür bekommen wir gleich eine zufällige Onkelwaffe. Und ja, spielen die Escape-Sequenz durch, die ungefähr 6 Minuten dauert. Wir haben Red Crystal Eastern, Blue Crystal Tower of Hera und ein Pendant auf Desert. Beide jetzt auch schon mit einem Map-Check. Nobly hier in der Fallanimation hat ihn ein bisschen schneller gemacht. Und wir haben den Fire Rod als Startwaffe. Das ist sehr angenehm. Haben auch als ersten Drop bei den Guards hier auf Nobly-Seite schon ein kleines Herz gesehen. Heißt, wenn das nicht der komplette Herzpool ist, dann sind Bomben mit dem Price-Pack drin. Ja, wir haben allerdings auch schon Bomben gefunden. Hier in der ersten, oder in der Onkel-Passagen-Chest, wie auch immer die heißt. Also das wird kein Problem sein, wir werden auf beiden Runnern Back of Escape sehen. Ja, also wir brauchen uns keine Gedanken mehr um Bombenfarmen machen. Wir haben schon welche. Genau, auch mit dem Fire Rod will man vielleicht nicht alle Magie verbrauchen dabei, um irgendwelche Guards zu töten. Ich meine, wir haben mehr als genug Magie dabei. Auch unten der Ball in Chain Guard ist One-Shot. Aber so sind beide auf jeden Fall schon mal auf der sicheren Seite. Also ich habe auf jeden Fall gesehen, Winter hat sich aufgewärmt vorher, hat einen Standard vorher gespielt. Ja. Bei Nobly weiß ich das nicht. Ich habe jetzt ja, leider auch Guards, keine Info mehr. Die Guards sind hier neben Vollherzen, Price Pack, also keine Fee, Full Magic, Geld und 8 Bomben. Genau, deswegen auf jeden Fall gut, dass wir die Bomben zum Start bekommen haben. Und zumindest vom Winter kann ich auch sagen, dass er auf jeden Fall warm ist. Hat die letzten Tage sehr viel gespielt. Und, ich denke, er kann das auf jeden Fall execution-mäßig heute rausreißen. War doch schon mit 4 Herzen hier unterwegs in der Escape-Sequence. Auch ganz angenehm, also man sieht wahrscheinlich auch keinen Tod am Anfang. Das ist immer sehr belastend, wenn das passiert. Wird man weit nach hinten geworfen. Ja, und die beiden Runner sind hier noch in 3 Sekunden Schlagdistanz, also hier ist... wir werden jetzt die ersten 6 Minuten wahrscheinlich beide gleich aufsehen. Das ist relativ unspannend immer, aber man hat immer schon so eine kleine
ja, schon mal so einen kleinen Itempool und schon. Man kann sich schon mal Gedanken machen, wie man das Spiel beginnen möchte. Wenn man im Escape nämlich Bomben bekommt oder einen Bogen und Eastern Crystal ist, dann weiß man immer schon, okay, gleich gehe ich bestimmt nach Eastern Palace. Oder wenn man schon mal genug Bomben für Kakariko hat, plant man da auch immer schon seine Route. Also, ja, ist immer ganz angenehm, so ein Standard-Escape. Für einige ein bisschen langweilig, aber ja. Gerade wenn man schon Bomben oder seine Safeties gedroppt bekommen hat und man sich keine großartigen Gedanken mehr um sowas machen muss, dann kann man hier schon mal einen kleinen Plan schmieden, wie es denn weitergehen soll. Aber ich denke, beide Runner, die bisher ohne Bogen unterwegs sind, werden wahrscheinlich nach Kakariko gehen. Erste Frage ist dann meistens, okay, check ich die Lumberjack Ledge oder lasse ich das bleiben? Und ja, je nachdem, was wir da sehen, könnte man schon so ein bisschen Diversion bei den beiden Runnern haben. Weil die Information, ob Aga dafür hard required ist, ist teilweise schon sehr Gold wert. Ja, ich check's gerne früh. Oh, 10 Bomben. Ja, also wir sind für Sockenbomben. Ich check die Aga-Ledge immer gerne ein bisschen früher, damit ich weiß, okay, ich brauche nicht die Sphäre 1 komplett last locaten, ob ich irgendwie noch was bekomme. Wenn ich Lampe und Aga-Zugang habe, dann mache ich den auch dann direkt. Ist halt aber auch kein Grund, es vielleicht nicht zu tun, weil du diese Lampe halt, um es logisch machen zu können, auf jeden Fall, also das heißt benötigst, aber vom Spiel geschenkt bekommst vorher. Also alles, was logisch required ist. So, wir bekommen Rupees, Bomben und Geld. Ja, und bei so vielen Bomben kann man sogar das obere Loch auch noch aufbomben. Ist ein bisschen schneller. Ja. Winter hatte eben bei der Schlüsselratte auch noch ein bisschen Glück, dass der Fire Rod so einen großen Splash-Damage hat. Denn die Ratte wurde nicht ganz getroffen, aber durch den verlängerten Splash-Damage hat er sie dann doch getroffen. Also die Ratten haben dann tatsächlich so ein ziemlich zufälliges Movement am Anfang. Und ja, mit dem Fire Rod ist man dann doch begrenzt in seiner Munition. Da möchte man auf jeden Fall nicht out of magic gehen. Ja. Beide hier immer noch mit um die 3-4 Sekunden. Binder macht nochmal einen Mad-Check. Geht hier auch nochmal sicher. 3-4 Sekunden Unterschied aus der Kathedrale raus. Und Nobly scheint sich dagegen zu entscheiden, Lumberjack zu checken. Und Winter offensichtlich auch. Finde ich interessant, dass wir es bei beiden Runnern nicht sehen. Ich glaube, da passt sich Winter ein bisschen an seinen Gegner an, dass er weiß, okay, mein Gegner checkt es nicht, dann möchte ich das auch nicht machen, weil das sind bestimmt so 30 Sekunden, die man verliert. Oder halt auch nicht, weil es gut ist, keine Ahnung. Auf jeden Fall beide hier mit reichlich Bomben beschenkt. Und auch schon das erste Schwert bekommen, hier oben im Wald. Das macht den Start vom Spiel um einiges leichter. Und bei so vielen Bomben und bereits 70 Rupees auf dem Konto brauchen sich beide auch keine Gedanken darum machen zu müssen, hier den Bottlewender nicht bezahlen zu können oder irgendwelche Checks nicht mitnehmen zu können. Also Kakariko hier auch von beiden wahrscheinlich gleich gefull-cleared. Aber man sieht schon hier und da beim Movement bei Nobly, dass er ein richtig starker Spieler ist. Also da unten, dass er die Bombe da erst wirft quasi, als er den Block wirft, das ist schon... sieht alles gut aus auf jeden Fall. Also das ist... Nobly ist ein sehr starker Gegner heute wahrscheinlich für den Winter. Genau, dafür hier im ersten Haus von Kakariko schon einen Hammer und Flippers geschenkt bekommen. Also doch schon relativ loaded.
Und ein Master Sword. Und eine Half Magic. Okay, okay. Genau, das Master Sword und die Flippers, meistens so ein kleines Indiz dafür, dass der ganze Seed vielleicht ein Agar-Seed werden könnte. Gerade weil das Master Sword uns einfach schon den Eingang aufmacht, da fehlt theoretisch nur noch die Lampe. Wir könnten Agar schon besiegen. Aber wobei, die Flippers wären in dem Fall für den Possible Agar-Seed ja, damit man an den Steinen oben vorbeikommt. Also wenn man von der Pyramide aus nach rechts geht und dann nach oben in der Dark World, dann sind ja Steine oder Hammerpacks im Weg. Und da könnt ihr die Logik ja zum Beispiel auch den Hammer erwarten, aber wir haben eine Bottle direkt gegenüber vom Sick-Kit. Können wir direkt abgeben und checken. Wir haben eine Biene, ja, die wir nicht verkaufen können da drin. So, ein Herzteil vom Sick-Kit. Ja, und auch nach Kakariko hier, beide immer noch mit einem ungefähr 3-4 Sekunden Unterschied unterwegs. So, Bomben auf der Library, die interessieren uns nicht. Genauso wenig wie die 10 Pfeile auf dem Race Game. So, und damit jetzt beide unterwegs zur Subshore. Und da denke ich, ohne Boots werden wahrscheinlich auch beide Dumb into Mini-Moldorm machen. Also hier auch noch kein Unterschied in den Routen. Ich bin ja kein Fan davon, wenn man bei Links Haus startet, dass man sich da nochmal das Herz holt. Wobei, doch mit dem Master Sword kann ich das sogar verstehen. Dann hat man Sword Beams für die Mini-Moldorm Cave. Aber okay, Nobly bekommt hier auch den Refill von dem vierten Herzteil. Also nicht mal den Sword Beams Vorteil hier an dieser Stelle. Und Nobly entscheidet sich anscheinend doch für die Agina Cave. Genauso wie Winter, wow. Okay, das scheint ein bisschen Vorbereitung von Winter zu sein, dass er weiß, sein Gegner checkt das, dann kann er das auch checken, ohne Zeit zu verlieren. Also, wenn ich jetzt davon rede, er weiß das, dann, dass er sich das erste Rennen wahrscheinlich nochmal angeschaut hat, weil die beiden Runner streamen mit 10 Minuten Delay, um so etwas vorzubeugen. Genau, aber in der Vorbereitung von vielen Runnern gerne gesehen, dass man bei seinem Gegner mal reinschaut, schaut, okay, wie spielt er solche Seeds? Wenn man sieht, okay, er geht immer nach Agina, er checkt immer Lumberjack oder ähnliches, dann kann man sich dementsprechend anpassen. Und das scheint Winter hier getan zu haben, weil die Route zu Agina dann doch ein bisschen off liegt und ich glaube, Winter macht eigentlich gerne die Mini-Moldorm Cave erst. Ja, das damit dann doch gerne jetzt der angesprochene Swordbeams-Vorteil von dir bei Winter. Das sieht man tatsächlich relativ gerne, dass Leute Agina free checken, wenn sie sich execution-mäßig zumindest mal nicht schlechter sehen als sein Gegner. Also mindestens gleich auf oder vielleicht sogar etwas stärker. Damit man einfach nichts liegen lässt oder in einem möglichen Agar-Seed nichts liegen lassen. So, also Winter hier mit den Swordbeams jetzt nicht mehr. Und Nobly mit dem Fire Rod. Aber die beiden hier so gleich auf, dass man hier noch, keine Ahnung. Das Rennen wird sowieso erst spannend, wenn man kurz vor Go-Mode ist und wo die letzten Items liegen. Am Anfang ist das ziemlich, ich sag mal, ja, Standard oder gewöhnlich, die Plays, die beiden machen. Jetzt Standard finde ich hier gut.
Gerade weil der Open Mode demgegen ja direkt von Anfang an die Möglichkeit bietet, zwei verschiedene Routen zu sehen. Wie du gesagt hast, Winter schwimmt jetzt zum Hobo. Wenn Nobly die Ice Rod Cave mitnimmt. Die wird Winter dann wahrscheinlich erstmal skippen. Wir sehen das Quake auf dem Hobo. Und den und Mushroom den in der Ice Rod Cave. Ja, beide haben auch gar nicht mehr so viele Checks in Logik offen. Das Spiel hat einem noch nicht wirklich Items gegeben, um einen zu leiten in Richtung einer der Dungeons. Okay, Winter scheint erstmal die Ice Rod Cave zu skippen. Da ist der Pilz drauf. Wir wissen noch nicht, ob der Pilz irgendwie später was für uns hat. Winter befreit jetzt erstmal die Biene aus seiner Flasche, damit er sie in den Brunnen auffüllen kann. Und dort ist die Flöte. Und das Cave. Ja, mit Master Sword ist es nicht required, um bei Aga reinzukommen. Also kann auch vom Seed sehr willkürlich hier platziert worden zu sein. Aber meistens, wenn es in Sphäre 1 oder 2 liegt, noch vor Aga, dann könnte das auch ein Indiz sein dafür, dass Aga vielleicht required sein könnte. Ja, dass das Schwert quasi die zufällige Platzierung war und das Seed von der Item-Generierung quasi wollte, okay, hier hast du ein Cape, damit du Aga machen kannst. Und dass quasi das Master Sword zufällig platziert wurde. Genau, aber die Flöte für Winter ist natürlich an der Stelle auch relativ angenehm, einfach weil die Ice Rod Cave, die Nobly schon gecheckt hat, damit ein kleines Stückchen näher rückt und schneller zu checken ist. Genauso wie der Pilz dann sehr schnell abzugeben ist mit der Flöte. Kann man direkt sogar zu dem Hexenhaus hinflöten, zu der 2, und sie sehr schnell abgeben damit. Und sollte Winter dann mit der Flöte Ice Rod Cave irgendwann nachholen, kann man von dort auch save and quitten und man spart sich quasi diesen ganzen Rückweg davon. Na, ich bin mal gespannt, was beide Runner jetzt machen. Es ist tatsächlich jetzt fast nichts mehr offen. Die können gleich noch mit der Flöte auf den Berg. Ah, Moment, wir haben ja auch noch die ganze Eastern Area, ne? Ja, genau, und Eastern. Aber dann hört's auch schon auf. Und ist dann zu dem Zeitpunkt hier auch noch nicht abschließbar. Als Crystal willst du es nicht unbedingt double-dippen. Also ich kann mir vorstellen, dass wir hier zuerst noch ein, zwei Off-Checks sehen mit dem Berg oder ähnliches. So, Nobly geht jetzt seine Flöte aktivieren, während Winter den alten Mann auf dem Berg rettet. Nobly kann ich mir gleich auch gut vorstellen, dass er sich direkt dazu entschließt, den Pilz abzugeben. Falls er sich eventuell denkt, das könnte der Gegner geskippt haben, ist es halt eine etwas ekelhaftere Off-Location. Und sich eventuell so den Zeitvorteil zu verschaffen. Ja, man läuft gerne seinen Items, die man gefunden hat, hinterher, der Progression. Besonders wenn sie richtig eklig lag, dann hofft man, dass das der Vorteil ist, den man dem anderen gegenüber hat. So, aber ohne Mondperle ist es immer so eine Sache, da sollte man sowieso noch kein Ager rushen, würde ich sagen, weil du hast nur eine Chance, dass die Mondperle auf der Pyramiden-Ledge liegt. Da ist es dann doch durchaus wahrscheinlicher, dass die Mondperle in der Eastern Area liegt oder vielleicht auf dem Pilz sogar. Ansonsten bringt dir Ager nämlich erstmal nichts. Und wenn du auf dem Weg noch Handschuhe findest, dann weißt du, okay, es ist wahrscheinlich kein Ager-Seed. So, wir bekommen noch die Info über das Green Pendant in Skull Woods. Das macht's auch interessant, gerade weil wir den Fire Rod schon haben.
wie weit die beiden Runner eventuell Skullwoods dippen oder clearen werden. Und hier sind auch schon die Handschuhe. Also wir stehen jetzt quasi nur noch die Mondperle von unserem logischen Darkworld-Zugang entfernt. So, und dieses Play von Nobly kann ich verstehen, weil das sind quasi die einzigen Checks, die die Flöte gerade in Logik bringt. Aber es ist nur die Information für das Item auf Spectacle Rock und das Item in Spectacle Rock. Also es sind gar nicht mal so viele Sachen, die man jetzt bekommt. Und dafür doch ein relativ langer Weg den Berg rauf. Allerdings, wenn da was liegt, ist das vielleicht sogar mächtig. Wenn hier zum Beispiel die Mondperle liegt. Es ist nur ein Herzcontainer. Ja. Oder der Bogen. Wäre für Winter auch nicht so schön gewesen, gerade weil er von den Eastern ist. Ich glaube, Nobby möchte jetzt noch die Informationen über seine Darkworld Dungeons haben. Dafür ist das auch auf jeden Fall ein wichtiger Trip. Wir haben Red Crystal Thief Sound und Blue Pendant in Swamp Palace. Genau, Swamp noch ein Pendant und dann sind alles andere Crystal Dungeons. Genau, heißt für uns, Swamp wir Pendant. Brauchen den Ice Rod auf jeden Fall. Genau, den Ice Rod schon, aber eventuell den Hookshot nicht. Und das haben wir in letzter Zeit auch öfters gesehen, dass der Hookshot ein bisschen aufgelegen hat. Oder last located wurde, also das ist auch mit viel Potenzial in Böser Sea zu sein. Oh, wir haben den Spiegel auf dem Pilz. Okay, das wird ja, Nobby jetzt ein bisschen ärgern, denn damit ist der ganze Berg jetzt offen. Und da kommt er ja genau gerade her, also. Aber trotzdem öffnet das sehr viele Checks auf dem Berg. Komplett Tower of Hera, East Death Mountain. Also da sind echt einige Checks. Aber der Handschuh ist trotzdem in der Eastern Area gewesen. Also höchstwahrscheinlich noch nicht mal der volle Darkworld-Zugang auf dem Berg. Nee, ist ja dann auch gar nicht möglich. Ohne Mitz. Aber wie du gesagt hast, die Fülle an Items macht es jetzt relativ wahrscheinlich, dass die Progression hier oben zu finden ist. Und dass Winter hier in Eastern vielleicht gar nicht wirklich weiterkommt gleich. Ja, also ich denke immer, besonders die ersten Items, die man im Spiel bekommt, haben immer schon irgendeine Aussage darüber, wo die Progression liegen könnte, sollte, müsste. Also die Dinge, die aufgemacht werden. Und die Flöte hat ansonsten noch nichts aufgemacht, genauso wie der Hammer. Der Fire Rod könnte als Feuerquelle für Tower of Hera dienen zum Beispiel. Und der Spiegel öffnet natürlich hier den ganzen Berg. Genau, und Nobly hier auch mit der Fire Rod kann das Basement clearen, sprich den Dungeon Full clearen. Und es ist ein Crystal Dungeon, also auf jeden Fall ratsam, das jetzt auch zu machen. So, beide haben eine Fee im Gepäck, also weiß ich nicht, ob Nobly jetzt daran denkt. Er hat den Death Warp auf jeden Fall schon mal vorbereitet. Müsste allerdings doch seine Fee befreien oder einfach den Spiegel nutzen, ich bin ja auch schlau. Ja, ich glaube, das war tatsächlich aus Versehen, weil er schon mit zwei Herzen in den Dungeon hier reingekommen ist. Und bei Winter sehen wir jetzt auch schon den zweiten Dip auf den Berg, auch noch ohne Pilz oder Spiegel. Na, beim ersten Mal hat man ja nur den alten Mann befreit, das muss man sowieso machen irgendwann. Von daher, das ist kein Time-Loss, den einmal zu retten. So, aber Winter jetzt hier mit seiner Last Location. Die Ice Rod Cave. So, wird auch gleich seinen Spiegel bekommen. Ja, aber auch das so ein Check, den sieht man echt nicht gern. Man weiß, okay, jetzt muss Progression kommen auf dem nächsten Check, den man macht, und dann kriegt man eine Fetch-Quest. Ich finde ja, immer, das fühlt sich so ein bisschen... Lieber so, als wenn man Fetch-Quest kriegt, wenn man noch 40 Checks offen hat. Und dann ist die Frage, wann geht man da hin?
Jetzt weiß man, okay, Fetch Quest, es muss gemacht werden, mein Gegner muss es auch gemacht haben jetzt schon. Gib's nochmal ein Küsschen. Und dann geht's auch für Winter wieder auf den Berg. Oh, Nobby, wenn Nobby hier. Das ist einer der unschöneren Fälle in Herod tatsächlich. Der kostet auch einiges an Zeit. Wenn man hier an der Big Chest den Bombjump nicht schafft, dann fällt man den ganzen Weg runter bis in die Eingangshalle. Und jetzt interessiert mich das mal, ob Winter vielleicht erstmal Tower of Herod skippt, denn mit dem Hookshot ist der Dungeon echt deutlich schneller abzuschließen. Mit dem Hookshot kann man sich mit einem Glitch, dem Herapod, in den ersten Topf quasi rein hookshotten mit einem Bomben-Setup oder mit dem Boot-Setup und dann kann man den Dungeon etwas schneller abschließen. Nein! Unglücklich. Dachte schon, hat er Glück gehabt, aber dann hat er einmal nicht gespiegelt und muss jetzt einmal die Textbox anschauen zur Strafe. Ich denke, er wird Herod tatsächlich machen. Es ist einfach ein Dungeon, den du komplett clearen kannst. Und auch musst, also. Ja. Und der Herapod hat ja auch, auch wenn er schneller ist, trotzdem das Potenzial, dass du ein Item liegen lässt. Vor allem hier in dem Fall, wenn du weißt, der Big Key liegt unten im Basement, dann lässt du die Big Chest zu 100% zurück und ja. Wenn man die Mondperle noch nicht hat, sollte man noch nicht das große Gambeln anfangen. Ja, ich glaube, noch einen Trip auf den Berg möchte Winter hier an der Stelle nicht machen. Wir bekommen den Somaria auf den Boss. Ja. Der öffnet jetzt direkt noch nichts. Ist aber angenehm, da Ice Palace ein Crystal ist und man mit dem Somaria und dem Icebreaker in Eis doch bis zu 2 Minuten sparen kann in diesem Dungeon. Außerdem braucht man den für Misery Maya und Turtle Rock später, also ist man bei Misery Maya dann auch, wenn man reingehen kann, kann man den Dungeon auch clearen. Das ist auch sehr angenehm. Und auch Winter hier mit der Kaffeepause geht es nach oben in Tower of Herod, während Noble schon auf der rechten Seite des Berges ist. Ja, und in der Reihenfolge, wie Noble seine Checks gemacht hat, gehe ich davon aus, dass er ohne Bogen nicht in Eastern Palace reingehen wird. Wir wissen, da war nichts drin. Der Handschuh war bei Zahashola. Und da könnte er ein bisschen Zeit sparen, wenn er Eastern in einem Dip macht. Bekommt hier das Aether-Medaillen in der Spiral Cave. Ja, vor allem mit dem frühen Spiegel kann ich mir das auch gut vorstellen, dass er eventuell Pot mit Eastern sehr gerne verbinden möchte. Einfach weil er ja auch schon den Hammer hat. Ja, wird aber schwierig, wenn das der erste, die einzigen Handschuhe sind, die wir zu dem Zeitpunkt bekommen werden. Bei Zahashola. Dann kannst du nicht in der Dark World dahin laufen. Sollten wir allerdings noch ein zweites Paar Handschuhe bekommen bis dahin, kann man das auf jeden Fall machen. Ja, aber hier die Moonperle in der Paradox Cave gibt uns auf jeden Fall den logischen Dark World Zugang. Das kann natürlich dann auch bedeuten, wie du gerade schon gesagt hast, dass es auf jeden Fall required ist, einmal zu Zahashola zu laufen. Aber wir haben hier die zweiten paar Handschuhe, während Winter runtergeworfen wird. Das spricht auf der einen Seite dafür, dass Snobly relativ früh hier jetzt auch seinen Dark World Zugang hat, aber Winter kann mit dem zweiten paar Handschuhe den Berg auch schon voll clearen an der Stelle, wenn er bis dahin kommt. Ja, und diese zweiten Handschuhe könnten Snobly tatsächlich ein bisschen von Zahashola, von der Eastern Area weglenken, sollte der Bogen jetzt sehr spät im Spiel kommen. Ich kann mir gut vorstellen, dass man die Eastern und Pot Area erst aufsucht, wenn man einen Bogen hat und erstmal andere Sachen cleart. Denn mit dem Hammer und dem Fire Rod sind wir doch bei Village of Outcasts in der Nähe. Haben wir das Equipment, um da den Bereich zu clearen?
Und ja, Winter ist 1-0 hinten. Aber auch wenn es jetzt aussieht, als wenn Winter ein paar Minuten hinten ist, dann können ihm die Mits hier auf dem Berg doch tatsächlich nach vorne werfen. Ja, Winter kann dann direkt noch Super Bunny Cave mitchecken. Dann sogar, wie heißt das, Spike Cave. Wenn er dann auch den Weg zurückläuft. Also das bietet Potenzial auf jeden Fall. Vielleicht findet er auch noch den Hookshot da, dann... Oder... Vielleicht kann er sogar Turtle Rock aufmachen, wenn es Quake ist. Oder sogar Aether. Wir haben ja schon zwei Medaillons dann gleich. Mhm. Also mal sehen, was gleich passiert. Und Nobly jetzt auf dem Weg. Ja, doch noch nicht. Er muss noch das Seep-Shape ausmachen vorher. Aber hat sich dagegen entschieden, Skullwoods zu dippen und wird jetzt gleich nach Thiefstown reinlaufen. Ja, ich finde, Green Pen in Skullwoods ist immer der größte Bait oder eben die größte Überraschung vielleicht, wenn da was auf dem Boss oder auf dem Green Pen liegt. Es ist dann doch ein kleines Time-Investment und ein schwieriger Kampf, wenn man ihn früher als später macht. Also da kann man entweder sehr belohnt werden oder viel Zeit verlieren. Naja, ich denke, der Kampf an sich, der ist jetzt an jeder Stelle schon gar nicht mehr so schwer für beide Runner. Mit Blue Mail, mit Half Magic, mit dem Fire Rod und dem Master Sword. Ist das doch schon mehr als machbar. Okay. Winter entscheidet sich jetzt gegen den Berg. Interessant. Achso, ja, er flötet weg. Okay. Ich wollte sagen, um jetzt wieder auf dem Berg zu sein. Na, Lumberjack haben wir noch nicht gecheckt, bei beiden, ne? Nicht. Nee. Aber jetzt das Runterflöten vom Berg, das gefällt mir bei Winter tatsächlich nicht so gut. Der Weg ja, hier hoch ist doch schon ein bisschen, und man ist jetzt gerade schon da, dann kann man die zwei Checks in Super Bunny Cave auf jeden Fall mitnehmen. Plus die Knowledge über das Turtle Rock Medaillon. Ja, ist allerdings auch ein kleines Investment, ne? Wenn du da bist, dann holst du dir halt auch noch Spike Cave und das dauert schon, also... Und damit macht man sich Hookshot Cave auch noch sehr interessant, wenn man denn bald den Hookshot finden sollte. Hat man nochmal irgendwie größere Argumente dahin zu gehen, dann geht man da für 7 Items hin statt für 4. Ist wahrscheinlich Geschmackssache. Aber es hätte da ja sein Vorteil gegenüber Nobly werden können. Und Winter entschließt sich dazu, Green Pen in Skywoods zu betreten. Erstes Item für die Red Mail. Mail Upgrade. So, er hat ein Item aus Skywoods raus. Möchte er noch mehr Zeit investieren? Das sieht nicht so aus. Red May könnte ein Vorteil sein, vielleicht. Dadurch, dass man einfach weniger Schaden nimmt im Seed. Man kann ein bisschen aggressiver spielen. Kann hier und da schon mal ein paar Sekunden bringen. Ich glaube, das frühe Cape hat ihn dazu gebracht, hier die Bumper Ledge zu checken. Ja. Und es scheint, als wenn er jetzt auch den ganzen Weg bis Graveyard Legend noch auf sich nimmt. Mit Mits ist das okay-ish. Also es dauert nicht ganz so lange. Ich habe das mal getimed, wenn man das ohne Mits und ohne Boots macht, diesen Check, dann dauert das 1 Minute 40 von Bumper Ledge aus. Hin und zurück. Ist schon ein kleines Zeitinvestment auf jeden Fall. Und es wird hier nicht belohnt, nur 20 Rupees da. Und wir haben ein Item in der Big Chest in Thiefstown, aber das ist ja egal, wir haben den Hammer auf beiden Seiten.
Aber auch in Tiefstone noch nichts von Wert. Die Schaufel. Okay, aber das wundert mich, dass da jetzt quasi so Catfish und die rechte Seite der Dark World angeschaut wird. Zumal wir ja gar keinen Bogen haben. Ja. Es scheint jetzt doch schon ein ziemlicher Gamble zu sein von Winter. Ich glaube, er macht das, weil er zweimal auf dem Berg war, den Spiegel auf dem Pilz in der Icewood Cave last located hat. Aber, ja, weiß ich nicht. Also er hätte auf jeden Fall ein Crystal und eine Item Dense Location checken können, entscheidet sich jetzt hier aber für die Off-Checks. Ja, finde ich ein bisschen fragwürdig, gerade wenn er, wie du gerade schon angesprochen, sich vielleicht ein bisschen behind fühlt durch seinen späten Pilz. Dann kann man an der Stelle auf jeden Fall den Dark Death Mountain mitmachen. Skullwoods, wie gesagt, ist so ein bisschen Geschmackssache. Aber dann hier die Route, die ist tatsächlich ziemlich lang für zwei Checks. Ich glaube, er wollte einfach nicht Graveyard Ledge als Single-Check machen. Aber das sind zwei, oder diese beiden Checks haben jetzt halt fast den ganzen Thiefstone Dungeon von Nobly gedauert. Ja, Winter läuft jetzt in Village of Outcast rein, während Nobly rausläuft. Also die ganze Area ist ja jetzt momentan hinten. Aber Winter, wie gesagt, mit den Mids unterwegs, sprich, wenn Nobly hier gleich rausgeht, dann kann er den Schmied noch nicht abgeben. Den könnte Winter theoretisch machen. Genauso wie die Hammer Packs und die Purple Chest. Also, er hat noch ein bisschen Potenzial für Winter hinterher aufzuholen. Nobly macht halt die Plays, die man objektiv als die sinnvollsten erachtet, wahrscheinlich. Also Crystal Dungeons, die man clearen kann. Pendants vielleicht erstmal skippen. Aber trotzdem, die Overworld, die um die Crystal Dungeon ist, halt gründlich clearen. Winter hat jetzt hier mit einem Pendant Skullwood Step, wo er nur ein Item rausholt und das Green Pendant und ein Item zurücklässt. Dann noch die Overworld Checks, die sehr out of the way sind. Winter hat seine Mits von Zahashola. Winter hat schon einen Eastern Palace Step bis zur Vanilla Big Key Chest. Und Zahashola mehr. Da war Nobly noch nicht. Da hat er seine Mits her. Ja, Nobly auch hier direkt mit dem Check von der Schaufel, die er vorhin bekommen hat, auf der aber auch nichts liegt. Wir dann jetzt weiterlaufen Richtung Hype Cave. Also ich meine, wir haben Ice Palace Zugang. Wenn Winter vielleicht ein bisschen denkt, ich habe meine Mids aus der Eastern Area, da möchte ich vielleicht irgendwie Progression hinter haben, könnte man auch ein super frühes Ice Palace Play machen. Ja, aber dann geht man auch Right Side Mountain, also Dark Death Mountain, oder? Ja, also es wundert mich ein bisschen, dass er also seine Mids-Checks nicht macht. Das ist nämlich sein Vorteil im Moment. Den er eventuell auch erahnen könnte mit seinem Dip. Ja, oder könntest du sagen, okay, ich war jetzt in Eastern, ich habe da nichts aus seinem Handschuh gezogen. Also wir finden hier den Ice Rod in der Hype Cave. Ja, das ist quasi das Einzige, was, ich sag mal, dieses 4-5 Minuten Time Investment erbracht hat, dann möchte ich da auch irgendwie Progression hintersehen. So, der Ice Rod. Wie du sagst, Ice Palace. Ja? Der Ice Rod ist natürlich mächtig, denn das ist das Go-Mode-Item, was man am wenigsten haben möchte. Weil der kann überall außer auf Trinex liegen und in GT. Ja. Genau, wie du sagst, Ice Palace für Winter jetzt natürlich eigentlich eine sehr, sehr interessante Option, den zu clearen. Nobly entscheidet sich jetzt für den Single-Check Spike Cave zu gehen. Also er möchte auf keinen Fall in die Pot-Eastern-Region, so wie das ausschaut. Wenn da jetzt was liegt, dann wäre das so ein bisschen, ich sag mal, rando. Weil Winter macht am Anfang Entscheidung
Oder check Single off Locations, da liegt nichts. Okay, hier liegt jetzt auch nichts. Nobly wäre dann halt mit der Ice Sword Cave und mit Spy Cave dann direkt sehr belohnt worden. Aber ja. Und wenn Winter dann später auch an der Ice Roll, an der Hype Cave angekommen ist, dann steht ihm eventuell sogar schon Turtle Rock offen, ne? Also, je nachdem, welches Medaillen wir da haben, könnte das auch schon geflüchtet werden. Oh ja, stimmt. Alles außer Bombos und Turtle Rock ist schon full clearbar, da hast du recht. Und wer kennt nicht frühere Randomizer-Versionen, wo sehr oft ein Bogen auf der Laserbridge lag? Ja. Okay, wir sehen jetzt hier aber den ja, Palace of Darkness Dip oder die Eastern Area, wo gleich ein Handschuh auf Nobly warten wird. Wird die Frage sein, ob er dann weitergeht zu Palace of Darkness oder ob er direkt da den Handschuh nimmt und sagt, okay, ich gehe nach Eis oder ich gehe auf den Berg. Sia. Oder Maya. Maya steht uns auch schon offen. Oh ja, aber wir kommen noch nicht rüber, ohne Boots oder Hookshot. Das stimmt. Habe ich nicht dran gedacht. Aber Maya Cheek. So. So, bin da jetzt hier auch mit seinem zweiten Crystal und Nobly zeigt uns was Neues, nämlich Palace of Darkness. Er hat eine Potion. Hat jetzt aber Kiki nicht mitgenommen. Oh. Ja, das ist, weil Kiki während der Iframes vom Mirror nicht mitkommt. Man ist noch gar nicht wirklich auf dieser Welt und auf einmal taucht da so ein Link auf. Nee, da muss man die Iframes abwarten. Für alle, die ein bisschen später dazugeschaltet sind, Winter aus unserer deutschen Community liegt hier 0-1 hinten gegen Nobly. Das hier ist Spiel 2 und von den Checks her haben wir jetzt mehr oder weniger gleich das gleiche gesehen. Winter holt jetzt hier die Village of Outcast Area nach, runter bis Hype Cave und Nobly zeigt uns hier mit Palace of Darkness schon was Neues. Winter war in Eastern Palace schon, hatte dort die Mids bei Zahashola, die hat Nobly jetzt auch gerade nachgeholt. Ja, beide haben den Berg ohne Dark World gemacht. Nobly hatte schon Spike Cave, da war nichts. Und Winter hat uns Graveyard Ledge und Spike Cave Graveyard Ledge und Catfish gezeigt, wo nichts war. Genauso wie ein Item aus Skywoods, der Red Mail. Ansonsten, der Ice Rod war in der Hype Cave, den wird sich Winter gleich auch abholen. Und dann müssten wir auch itemtechnisch wieder gleich auf sein. Ja, Winter entscheidet sich auch hier dagegen, die Swift Chain direkt mitzumachen. Sprich, die Items aus den Hammer Packs zum Schmied und der Purple Chest mitzunehmen. Echt? Jo. Macht er das? Wo ist denn die Purple Chest? Oder nee, macht er nicht. Ich meinte, er entscheidet sich dagegen. Achso. Das wundert mich aber sowas von. Weiß er nicht, dass er die mit hat? Hat er die nicht gecheckt? Also. Ja, normal schon, aber es ist halt wirklich der einzige Vorteil, den er sich aus seinem Early Play mit Eastern eventuell selbst denken könnte und den spielt er null aus, ne? Oder möchte er das jetzt mit der Flöte nachholen? Also ich habe mal nachgeschaut, er hat sie bei sich getrackt, also. Weiß ich nicht, wie er. Also da müssen wir ihn mal fragen, dass er so nichts mit seinem Mitz machen möchte. Wundert mich auch. Und bei Nobly haben wir gerade den Bottle Glitch gesehen, sprich er ist gerade auf der Bowlocked-Seite von Pot. Hat hier aber nichts gefunden. Achso, war der Dungeon Bowlocked? Kann gut sein, oder? Nee, er war, glaube ich,
Ne, er hat zwei Schlüssel. Er war nicht Bowlocked, aber er hat die Bowlocked-Seite gemacht. Einfach um hier das Maximale aus dem Dungeon mit rauszunehmen. Ja, das meine ich auch. Ich hab auch nachgeschaut. Also Winter hat seine Mits getrackt. Da weiß ich nicht, wieso er das nicht macht. So, jetzt hat er den Ice Rod. Sagt er sich jetzt, komm, Turtle Rock, let's go? Oder vielleicht irgendeinen anderen Dungeon, den er abschließen kann? Ice Palace? Weil Nobly hat sich ja erst, oder ist ja nach Pot gelaufen und hat dort die Mits bekommen in der Gegend und dann einfach gedacht, ach, ich bleib jetzt hier. Okay, wir sehen die Maya Area. Ist okay, da muss man das Medaillen sowieso wissen und mit dem Spiegel kann man sich auch Checkerboard holen. Man könnte in Desert dippen, wenn man wollte, Pendant Desert. Okay, wir haben die bekommen eine Lampe in Pot. Hä? Was ist das für ein Lichtkegel? Ja, ich denke, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Lampe erst in dem Raum bekommen wurde. Ja. Ist, bisschen strange, aber die sollte jetzt im Dark Maze richtig funktionieren. Ja. Und der zweite Pendant Dungeon Dip auf Winters Seite. Okay, das wird wahrscheinlich seine Strategie sein. Gründlich am Anfang und dann Pendant Dungeons? Ich weiß es nicht. Möchte sind sehr große Gambles. Einfach, weil es steht schon Ice Palace komplett offen für ihn. Es steht Turtle Rock eventuell schon komplett offen für ihn. Und er entscheidet sich einfach sehr, sehr aktiv gegen die Crystal Dungeons. Ja, und ein Item schon gesehen, das könnte halt auch bedeuten, dass das zweite Item auf dem Boss ist. Und das wäre eine sehr große Zeitinvestment. Genau, und Nobly geht hier aus. Genau, weiter die Crystal Dungeons macht. Jetzt zu Fuß nochmal zur rechten Seite laufen. Muss man fast, wenn man da dazu schon committet, aber. Oh, das ist alles Zeit, die er nicht hat, ne? Es ist sehr viel Zeit, ja. Also Desert dauert ohne Boots gefühlt ewig. Und ja, wir haben hier gerade eben ein gutes Beispiel für diese Advanced-Logik gesehen. Mit dem Fire Rod ist dieses dunkle U in Palace of Darkness in Logik, weil man die Lampen darin anzünden kann. Und dann ist es immer ein bisschen witzig, wenn man die Lampe in dem dem Darkroom da findet. Aber komplett in Logik. Ja. Und passiert auch gar nicht so selten. Also, Pot hat sehr, sehr oft die Lampe. Und auch, immerhin muss Winter jetzt nicht noch den Boss klären. Das zweite Item war ebenfalls ein Heartpiece. Ja. Und bei Nobly auch gerade eine schöne Taktik gesehen hier mit dem Quake gegen die, wie heißen sie, Pengates? Ja, Pengater, ja. Pengators. So, wir haben Bombos für den Misery Maya. Das könnte nochmal eine gute Information werden, dass man weiß, okay, ich brauche sogar noch das fehlende Medaillen. Nobly hat ja einige Schwierigkeiten gerade mit dem Icebreaker. Oh, das sah gut aus. Jetzt nur noch. Sollte jetzt geklappt haben. Auch Checkerboard Cave hatte auf Winterseite nichts. Sprich, auch der Dip bis hierhin nicht von Erfolg gekrönt. Bis auf die Informationen über das Bombhaus-Medaillen für Maya hat er hier noch nicht viel rausgeholt. Und anstatt jetzt. Na gut, er könnte jetzt gleich Richtung Turtle Rock laufen. Ja, das sieht für mich danach aus gerade. So. Bomben in der Hand. Und er holt auch den Dark Death Mountain eventuell nach. Oder wird das jetzt auch ein Spike Cave? Wenn da der Hookshot liegt. Wenn der Hookshot in Super Bunny Cave liegt, dann würde er sich, glaube ich, aber richtig ärgern. Weil das war für ihn offen vor 20 Minuten. Also ich sehe Winter tatsächlich, wenn er jetzt nicht direkt was in Turtle Rock findet, dann doch schon sehr weit hinten. Er hat zwei Pendant Dungeon Dips, ein Crystal Dungeon Dip mit Eastern, den er nicht abschließen konnte. Und Nobly geht hier einfach seine Crystal Dungeon Progression ab. Und bekommt hier ja auch Sachen. Also Winter hat schon, keine Ahnung, mit Graveyard Ledge und Catfish dann doch sehr oft nach Sachen gesucht. Und wurde nicht belohnt.
Ice Palace ist Hookshot locked. Sagt Daruk. Ja, wir hatten den Vicky hier auf der rechten Seite. Ja. Wir hoffen mal für Winter, dass das Bombus nicht required ist für Turtle Rock. Sehr gut. Also Turtle Rock komplett abschließbar. Das Ether Medallion war in Spiral Cave. Und der Ice Rod war in Hype Cave. Also es war quasi required, dass man jetzt nochmal auf den Berg geht für... Also, dass man auf dem Berg seine. Ja, seinen Darkworld-Zugang kriegt mit der Mondperle. Dass man dann in Hype Cave seinen Ice Rod holt. Um jetzt vielleicht Turtle Rock zu clearen? Fragezeichen. Ohne Hookshot muss man auf jeden Fall unten rum. Und in Ice Palace hatte ich bis jetzt nur Bomben gesehen, tatsächlich. Da habe ich ja noch keine Progression. Ich meine, wenn Winter jetzt den Bogen in Turtle Rock finden sollte, kann er Eastern und Pot in Kombination abschließen. Und ja, Nobly hat Palace of Darkness gedippt ohne Bogen. Aber auch nicht Eastern Palace. Ja, kann ich an der Stelle aber auch komplett verstehen, wenn du da ein Item wie die Mits rausziehst, die sehr, sehr viel aufmachen. Vor allem was Dungeons angeht, dann möchtest du vielleicht nicht noch einen Crystal Dungeon dippen, weil du weißt, du kannst andere Dungeons eventuell abschließen. So, Nobly setzt hier die Half Magic wirklich exzellent ein. So viele Fire Rod Shots und muss quasi nichts weiter tun, als die Fire Rod zu spammen. Aber Ice Palace leer. Aber natürlich ein Dungeon, den wir abschließen müssen, mit Icebreaker auch so schnell wie es geht. Das wird hier kein Timeloss sein. Es sei denn, man kann den Dungeon Go moden, aber das sehe ich hier noch nicht, was dir fehlt. Und wir finden die Boots in Turtle Rock. Ja, das ist auf jeden Fall ein Vorteil, den Winter jetzt an der Stelle hat. Die hätte man zum Beispiel auch schon mit einem frühen Dip haben können, sozusagen. Aber dann hätte man den Dungeon Double Dippen müssen. Ja. Und die Boots machen auch Misery Meyer ohne Hookshot auf, insofern wir denn das Bombos-Medaillen finden. So, Nobly jetzt hier auch mit der Information über das Maya-Medaillen und Winter findet das Buch in der Lava-Chest. Ja, das Buch macht jetzt natürlich auch wieder ein bisschen Off-Checks auf mit den Tablets. Aber wenn er aus Turtle Rock rauskommt, kann man ja nach links laufen und das Ether-Tablet checken und Spike Cave, das hat er noch nicht gemacht. Ja. Also das ganz angenehm noch zu kombinieren, das stimmt. Und man kann mit der Purple Chest auch immer noch das Bombus-Tablet checken. Also es gibt schon Möglichkeiten, die Buchchecks gut einzurouten. Und Nobly entscheidet sich hier dazu, einen Key zu stehlen. Möchte damit vielleicht ein Bootslock Desert die Items schon mal rausholen, die auf der rechten Seite sind. Also möchte auf jeden Fall nicht umsonst hier in diesen Dungeon reingehen, möchte da hat auf jeden Fall vor, bis zur rechten Seite durchzugehen. Ja. Und gerade weil es auch kein Green Pendant ist, ist es auch relativ schlau, den Boss hier zu skippen. Der dauert ja auch schon ein bisschen, bis man hinten ist. So, ein Herzcontainer in der Big Chest von Turtle Rock. Damit haben wir schon drei Items gesehen. Herzcontainer, Buch und Boots.
also gar nicht mehr so viele Möglichkeiten für Turtle Rock, irgendwas für uns zu haben. Aber vielleicht liegt ja hinter den Bootschecks irgendwas, oder Buch- und Bootschecks. Hat jetzt hier aber einige Probleme bei diesem Crystal Roller. Und geht jetzt auch ohne Lampe in den Turtle Rock Darkroom. Ist im Prinzip ein Autoscroller, aber muss halt trotzdem die Fahrwege kennen, auch im Dunkeln. Also an sich muss man, um zu dem Schalter zu kommen, eigentlich nur nach unten gedrückt halten. Vielleicht am Anfang nochmal kurz nach rechts drücken, ist hilfreich, aber sonst muss man nur nach unten gedrückt halten. Für den weiteren Weg muss man kurz wieder zurück und quasi rechts um diese Insel rum, also sich rechts unten und dann nach links gedrückt halten. Genau, Winter hier auch gerade mit der Safety Door in Turtle Rock. Mit 2,5 Herzen macht das absolut Sinn, hier auf der Laserbridge, hier willst du nicht sterben. Das vierte Item von Turtle Rock. Das fünfte Item, also Turtle Rock ist leer, also jetzt sucht er nur noch einen Small Key. Okay, und der ist natürlich an der letzten Position. Oder an der ersten, wie man möchte. Ja, stirbt jetzt hier auch nochmal an der Stelle, aber... Ich kann mir vorstellen, dass er mit einem halben Herz wahrscheinlich ähnlich nach hinten gelaufen wäre. Oh, er hat eine Fee. Dann wahrscheinlich schon. Und das könnte jetzt ein gefährlicher Kampf werden. Mit Half Magic können wir zwar das Master Sword problemlos verwenden. 5 Herzen ist aber auch mit Red Mail immer noch mal gefährlich. So, Nobby entscheidet sich hier dazu, den Boss zu klären. Okay, da hat er die Items wohl gerade eben nicht mitgezählt. Denn es lag ein Herzteil auf der Torch und ein Herzteil auf der rechten Seite. Ja, oder er wollte jetzt schon mal in weiser Voraussicht eventuell das Pad nicht liegen lassen. Oder sich isolieren hier den Check mit dem Crystal, mit dem Pendant. Ja, also das Pedestal kommt erst in Logik, wenn wir den Hookshot finden. Geht jetzt hier allerdings auch auf den Berg. Sieht mir auch aus wie ein Turtle Rock Play. Und Winter kann tatsächlich einfach mit so viel Magie einfach den Fire Rod spammen. Der macht auch Schaden. Ich glaube Master Sword Schaden sogar auf dem Kopf. Oh, muss dazu ja, allerdings ist. Treffen. Er entscheidet sich hier aber für die Hammer Strats. Hat, glaube ich, 3 Hits hier reinbekommen. Also den Rest kann man durchaus mit dem Fire Rod einfach wegschießen. Hat jetzt hier den zweiten und Kopf auch da und muss jetzt aber ein bisschen aufpassen. Gerade die Spin-Strats finde ich sehr, sehr gefährlich bei Trinex. Wenn man in Richtungen geworfen wird, die eventuell nicht geplant sind, dann kann das schon mal sehr, sehr schnell nach hinten losgehen. Aber hat er ja dann doch schön gemacht. Das Cape noch benutzt, auf Safe gegangen, gefällt mir. Ja, das Cape ist dann meistens aber so eine vorgetäuschte Sicherheit, denn wenn die Magie weg ist, steht man auf einmal direkt neben Trinex. Ja. Okay, Eichhörn macht auch Schaden, aber erst nachdem er gestunt wurde. So, Nobly jetzt auch mit dem Turtle Rock Play. Nope. Never mind. So, mit den Boots können wir auch die erste Chest in Hookshot Cave checken. Und das Tempered hätte er wahrscheinlich gerne vor Trinex gehabt. Oh oh. Yep. Und das ist wahrscheinlich auch die Intention von Nobly, warum er hier zuerst jetzt die Super Bunny Cave machen möchte. Und das Schwert hätte Winter schon vor einer halben Stunde haben können, als er mit Mitzi auf dem Berg war und diese Kiste liegen lassen hat.
hier die erste Kiste der Hookshot Cave, auch vollkommen in Logik mit Boots. Ist tatsächlich so vorgesehen, dass man die auch so abholen kann. Hier kann auch der Hookshot liegen. Ja, das ist so ein bisschen auf den Raum in Ganon's Tower zurückzuführen. Denn im Climb gibt es ja diesen Safety Room, wo man zwei Feen und eine Full Magic bekommt. Und anders kommt man da nicht rüber. Bombjumps sind nie vorgesehen vom Spiel. Und außer wenn man da mit Boots über diesen Abgrund rüberbonkt, gibt es keine Möglichkeit, dort ranzukommen. Und von daher muss das vom Spiel intended gewesen sein, auch kleine Abgründe mit den Boots mit einem Bonk zu überwinden. Deswegen auch in Ganon's Tower auf der linken Seite die Firebar-Chest mit Boots in Logik, auch ohne Hookshot. Wenn man dann genug Schlüssel gefunden hat bis dahin. Ja, die Schlüssellogik von GT ist nochmal so eine Sache für sich. So, Winter mit Temper ist vielleicht jetzt, keine Ahnung, ein bisschen mehr motiviert, Ice Palace zu machen. Auf jeden Fall sollte er langsam mal ein paar Crystal Dungeons clearen. Das sieht jetzt aber eher erstmal nach King's Tomb aus. Dass er sich jetzt natürlich so ein bisschen isoliert hat, dadurch, dass er Graveyard Ledge schon gemacht hat. Völlig verständlich, dass er den Check jetzt auch noch nachholen möchte. Ja, und Bone Grogs natürlich auch. Also die Boots-Checks kann man schnell nachholen. Die hat man nicht quasi, also die hat man quasi nicht isoliert, wenn man nicht in die Dark World dafür gehen muss. Das kann man alles mit dem Saving Crit schnell machen. Ja, genau, Unrat, das meinte ich ja auch mit den, dass der Bonk intended ist, um kleinere Abgründe zu überwinden. Und wir haben immer noch keinen Bogen gefunden, das wundert mich ein bisschen. Ja, aber so langsam müsste irgendetwas entweder auf dem Bombos-Tablet sein, auf der Smith-Chain oder. Oder vielleicht in Swamp bis zur Left Side. Ja. Winter auf jeden Fall jetzt auch mit dem Ice Palace Play. Völlig in Ordnung. Ist ein Crystal Dungeon, den er abschließen kann. Ja, das ist objektiv im Moment das Beste, was er machen kann. Wenn man sich seine Items und seine verbleibenden Checks anguckt. Crystal Dungeon mit Somaria, Icebreaker, let's go. So, Stunde drin, was fehlt uns denn noch? Wir brauchen noch den Hookshot für Ganon's Tower. Und wir wissen, dass der Hookshot diesmal nicht in Ganon's Tower liegen kann, weil Ice Palace Hookshot-locked ist. Wir brauchen einen Bogen, Hookshot und das Bombus-Medaillen, das war's. Drei Sachen brauchen wir noch. Da schaue ich einmal, was die Red Crystals sind. Das ist Eastern Palace und Thief Sound. Also brauchen wir noch einen Bogen, um die Red Bomb in Logik zu bringen. Die anderen beiden Sachen können dann da drauf liegen. Und ja, ansonsten haben wir noch die Smith Chain, Bombus Tablet und Swamp bis zur Left Side offen. Ja, und da berichtigt sich oder uns gerade nochmal, dass Eisbild anscheinend doch nicht hookshot-locked war. Ich meine, die Key-Logik hier ist bisschen verwirrend, wir da wahrscheinlich auch nicht immer mit den richtigen Informationen. Aber Daruk, unser wandelndes Lexikon, berichtigt uns hier und sagt, der Dungeon ist nicht Hookshot-Lock, das heißt, der Hookshot kann auch in GT liegen. Also vielleicht doch wieder Tile Room, so wie gestern. Ja, möglich. Genau, damit irgendeins der beiden Items auf dem Pedestal liegt, müssen wir noch den Hookshot finden. Und damit irgendeins der anderen beiden Items auf der Fat Fairy liegt, müssen wir den Bogen finden. Aber das könnten noch so die Twists in diesem Seed sein oder werden. Genau, wenn Winter hier Ice Palace geklärt hat, dann ist er auch von den Crystals her
ein Ahead zu Nobly. Ich meine, er wird wahrscheinlich ungefähr ein paar Minuten später dann Trinix aufgelegt haben. Aber das Potplay von mal, Nobly. Ich glaube, dass Winter kurz vor Trinix gekillt hat. Nee, aber das Potplay von Nobly hat ihm auch einige Minuten gekostet. Ja, den Big King Winter jetzt wieder in die Karten suchen, spielen. Also. Ich kann mir nicht vorstellen, das dass Winter den Palace of Darkness go-moden kann. Nee, go-moden denke ich auch nicht, aber gerade mit Boots ist man dann doch schon ein kleines Stück schneller unterwegs. Auf jeden Fall kann man sich in Ice Palace etwas geschickter fortbewegen, wenn man die Boots hat, kann man ein bisschen besser gegen diese Ice Physics ankämpfen. Und Winter hat noch einen Schlüssel übrig, braucht noch ein bisschen Magie oder möchte auf jeden Fall ein bisschen Magie haben. Geht hier in den Vorratsraum von Ice Palace. Ja, kurz der. Ich meine, mit Tempered Sword ist es vielleicht nicht unbedingt required. Aber desto mehr Magic man hat, desto mehr Fire Rod Schüsse kann man hier spammen. So, Nobly hier mit einem deutlich einfacheren Trinex Fight mit Tempered. Da kommen die Köpfe nicht mehr dazu, irgendwas zu schießen. Der Boss ist aber auch mit einem Doppelspin und einem einfachen Slash tot. Also. Das wird wesentlich schneller gehen. Beide wahrscheinlich gleich zeitgleich mit dem Crystal in der Hand. Ja. Und Winter hier auch mit dem schnelleren Cold Stair Fight. Kriegt den hier schön in die Ecke gedrängt. So, und damit beide 4 Crystals. Es ist noch alles offen hier. Ja, also Sky Woods hat noch ein Item und noch eins auf dem Green Pendant, also steht noch für 2 Items. Winter hat noch ein bisschen Off-Checks in der nördlichen Dark World gemacht. Ansonsten bleibt noch die komplette Smith Chain zu machen. Swamp Palace bis zur Left Side. Tablets. Wird das jetzt hier vom Winter ein Swamp Play? Vielleicht. Vielleicht doch erstmal das Tablet, um dann die das Bombus-Tablet mit der die Smith-Chain mit der Flöte zu machen. Mal schauen. Und Nobly kann hovern? Oh. Okay. Okay, das ist eine Information. Nobly wird den Hookshot eventuell nicht benötigen. Hovert hier die. Wow, ich bin begeistert. Oh oh, das sieht nicht gut aus. Also das sieht super aus. Zu gut für Winter. Also ich weiß, dass Winter nicht hovern kann. Aber der Hookshot kann natürlich auch hier auf den letzten Checks nicht drauf liegen. Aber so souverän wie er die erste Gap schon gehovert hat, dürfte, schätze ich mal, die Moldop 2 Gap auch kein riesiges Problem für Nobly darstellen. Zumindest schätze ich, würde er sich das wahrscheinlich zutrauen. Ah, ich kann mir auch gut vorstellen, dass er jetzt den letzten Versuch macht. Und sollte in dieser Chest irgendwas liegen, kann das natürlich sein, dass die isoliert wird. Wie oft macht er das noch? Ah, das war's, okay. Okay, Unrat hier mit den Background-Informationen über Nobly. Dass er auch in der League unterwegs war, die Nobly Foxes angeführt hat und mit seinem persönlichen Score von 6-3 unterwegs war. Aber das mit dem Hover, das ist natürlich eine Information, die für diesen Seed nochmal besonders interessant werden könnte mit Swarm Palace als Pendant Dungeon. Ja. Das bedeutet einfach, dass Nobly eventuell ein Go-Mode-Item weniger hat. Ah,
Also Nobly jetzt nur noch auf der Suche nach dem Bogen und Bombus. Ja, Nobly jetzt auch mit den Checks von Graveyard Ledge. Ich weiß nicht, ob er Progression Ledge, also beziehungsweise Bumper Ledge schon gecheckt hat. Scheint aber so. Während Winter hier jetzt schon in Swamp unterwegs ist und den Dip macht. Also Winter hätte natürlich mit seinen ultra frühen Mids, die er hatte, aus einem Eastern Palace Dip am Anfang. Und oh, ein Bogen in den Swamp. Okay, okay, das könnte huge sein. Ja, jetzt würde ich auch rausgehen. Mit dem Bogen. Der Bogen macht jetzt natürlich Pot und Eastern full clearbar. Allerdings, wenn jetzt was auf der Left Side liegt, die Left Side dauert, klar, aber wenn da jetzt noch was liegt, dann wird Winter das natürlich auch Last Locaten. Da sehe ich ihn tatsächlich vorher an der Smith Chain. Ja, aber Winter muss irgendwas machen, um ein bisschen was aufzuholen oder gut zu machen. Absolut, und absolut. Dieser Bogen könnte absolut etwas sein. Vor allem jetzt hier der Single Dip nach Pot. Auch wenn er den Dungeon wahrscheinlich, er wird ihn full clearen, weil das Bomboss hier jetzt zumindest bis zum Boss noch nicht da war. Auf Noblys Seite. Aber er kann es auf jeden Fall schneller machen mit den Boots. Ich glaube, Worst Case, was für Nobly passieren könnte in diesem Seed, wäre, wenn irgendwas in dieser einen Chest wäre, die er in der Hype Cave zurückgelassen hat. Aber jetzt, da wir den Bogen gefunden haben, dann doch schon sehr unwahrscheinlich. Ja. Da könnte höchstens noch das Bombus-Medaillen drauf liegen. Und wir haben noch nicht gesehen, was hinter Aga liegt. Nee. Das wird sich Nobly jetzt als erstes anschauen. Und es ist der Hookshot. Oha. Da bin ich gespannt, ob Nobly sich den jetzt abholen wird, wenn er da wankern kann. Winter wird ihn auf jeden Fall benötigen. Winter wird auf jeden Fall Aga machen müssen. Und das ist im Prinzip für Nobly die beste Situation, wo er liegen kann, insofern in Swamp nichts, also das Bomboss nicht auf dem Boss liegt. Oder hinter der Gap von der Big Chest. Ja, das ist für Winter Worst Case gerade. Ja. Weil wenn er sich dazu entscheidet später, okay, ich habe auf jeden Fall die Moldom 2 Gap, dann spart er sich einfach, ich sag mal, pauschal 5 Minuten, die Winter brauchen wird, um Aga Tower zu machen und sich das Item abzuholen, wenn nicht sogar mehr. Der ultimative Harvard Bounce Seed. Ja. Aber auch nur, wenn wir das Bombus irgendwo bekommen. Wenn Bombus hinter dem Hookshot ist. Okay, dann hoffen wir mal für Winter, dass Bombus quasi in der letzten Chest in der Hookshot Cave ist. Nein, wieder da. Wir haben Swamp halt. Wir haben dann theoretisch auch das Pad wieder. Offen für Bombus, wenn wir wissen, okay, der Hookshot liegt auf jeden Fall vor dem Pad. Ja, der. Für Winter müsste das Bombus jetzt hinter dem Hookshot auf jeden Fall sein. Aber auch da fehlt ihm noch die Information über Aga. Die hat er sich mit den Boots-Checks nicht abgeholt. Das ist immer so eine Sache. Schöner Sehr-Launch oder wie auch immer man das nennt. Es ist am Anfang, man spart sich am Anfang 20 Sekunden, das nicht zu checken. Aber wenn da halt was drauf liegt und man das nicht direkt wieder checkt, wenn man die Boots-Checks macht zum Beispiel, dann ist es halt auch nicht so gut. Das ist halt random. Es ist ein Gamble, den man am Anfang früh eingeht. Nobly läuft jetzt auch Skullwoods nach hinten. Also auch hier
beide restliche Items rausholen. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass Snobly Moldom 2 hovern würde, wenn er schon in Hookshot Cave hovert. Also das auf jeden Fall. Vor allem, er weiß, okay, ich habe Zeit dafür. Also es ist ja im Prinzip genau das Agar-Play, was dem entgegensteht. Und wenn man sich da selbst 3 Minuten Zeit nimmt und er weiß, okay, ich habe vorhin schon die Hookshot Cave gehovert und das ist eine längere Gap, dann, schätze ich das Play zumindest so ein, dass er es auf jeden Fall machen würde. Nobby hat auch schon ein Crystal in der Hand, ein Pendant in der Hand. Macht jetzt hier seinen zweiten für das Green Pendant und kann direkt das Pedestal checken. Und dann wird er auch auf Nummer sicher gehen und gucken, ob er denn quasi für das Pedestal den Hookshot benötigt. Ja, das ist so ein bisschen die Absicherung gerade mit dem Pendant Play. Ja gut, und warte, in Pot war er drin. Er hat auch nicht mehr viel offen, außer die Smith Chain. Und den Swamp Dip. Hier noch ein Smoky, sprich in der Big Chest liegt das letzte Item von Skalwoods. Nee, das hatten wir in der Front gesehen, auf der linken Seite. Da war der, hatte der Boss kein Item? Nee, der Boss hatte den Big Key. Ah, okay. Okay, Pedestal ist dead. Ja, Worst Case für Nobly jetzt, in Swamp oder in der Hookshot Cave, beziehungsweise Hookshot Cave könnte er sich theoretisch noch durchs Havern abholen. Aber das wird jetzt natürlich auf jeden Fall sehr, sehr interessant. So, wo liegt unser Bombus? Das ist die letzte Frage, die uns dieser Seed stellt. Ja, Nobly wird sie uns wahrscheinlich gleich grob beantworten, wenn er die Smith Chain macht. Zumindest können wir dann ausschließen, wo er nicht liegt und dann sagen, dass er oder das Bombus in Swamp liegen müsste. Nobly hier jetzt mit der Smith Chain, danach wahrscheinlich auch relativ schnell nach Swamp, wird den Bogen finden, wird dann die Checks, die Winter gerade macht, nachholen. Hammers war hier nur mit einer Red Potion. Ja, Winter muss tatsächlich auf irgendwann mal die Agar-Ledge checken. Und dann vielleicht sogar auf den Hookshot committen. Ja. Wir haben die Red Bomb dann noch. Das stimmt. Ist jetzt nach dem Bogen natürlich auch in Logik gekommen. Und da ist Bombus. Also Nobly noch nicht im No-Mode, weil er muss für den Bogen noch in Swamp Palace rein. Aber wenn er in Swamp den Bogen zieht, kann er hovern. Und dann ist er aber sowas von im Vorteil jetzt. Dieses Bombus nicht gut für Winter. Zumal er mit seinen Mids auch das von über einer halben Stunde hätte checken können. Er ist daran vorbeigelaufen und hat sich einfach Hammerpacks nicht abgeholt. Er ist wirklich daran vorbeigedasht. Er hatte Mids, er hatte einen Hammer, er hatte keine Lust darauf. Ah, okay. Ja, auch das Bombos, wie gerade geschrieben, hätte Winter schon sehr, sehr viel früher haben können, wenn er die Smith Chain vorher mit der Südroute kombiniert hätte in der Dark World.
Ja, gleich steht es zwar 6 zu 4 nach Crystal zu Winter, aber wir wissen, das ist schwierig. Ich meine, selbst wenn er schon das Bombus hätte, dann wäre es okay, würde ich sagen. Aber. Und Informationen über diesen Hookshot. Ist die Frage, wie lange braucht Nobly, bis er gleich seinen Bogen findet? Weil dann ist er in Go-Mode. Ja, ich denke, er wird wahrscheinlich jetzt nach dem Bombos-Tablet rumdrehen Richtung Swamp. Ja, aber das andere hat er auch nicht mehr offen, tatsächlich. Ja, also, deswegen. Red Bomb kann er nicht machen, Pot war er schon drin, in Eastern war er noch nicht, aber... Ja. Ja, warum sollte er jetzt nach Eastern ohne Bogen, wenn er genauso gut nach Swamp ohne Bogen kann? Ja. Aber er flötet weg. Möchte vielleicht das Green Pendant abgeben? Oh, Meier. Ach ja, er hat ja jetzt das Bombus. Stimmt. Crystal Dungeon kann er clearen. Yep. Da könnte Winter vielleicht ein bisschen sparen, wenn er das als Go-Mode machen kann und das ein Gordonmeier ist, aber... Ja, diese Information über den Hookshot ist natürlich, wenn Winter die hätte. Deswegen, also ich bin ein Fan davon, am Anfang Lumberjack zu checken, eben genau aus solchen Gründen. Oder man... Ja, die Wasch- ja, oder man checkt es tatsächlich dann später, aber es ist ein wichtiger Check. Ja, auf jeden Fall. So, was hat Winter noch offen? Skullwoods und Smith Chain. Ja. Left Side Swamp. Und Red Bomb. Also auch noch ein paar Sachen. Ich bin so ein bisschen der Meinung, man kann Lumberjack auch ruhig erst checken, wenn man die Boots gefunden hat. Vorher kommt man ja nicht an dieses Item dran. Ja, aber dann musst du es auch tun. Ja, natürlich. Zumindest wenn man dann irgendwann in den Zugzwang kommt, Last zu locaten. Ist das jetzt hier nochmal Left Side Swamp, so wie er da in die Dark World geht? Was anderes hat er da unten nicht mehr offen. Oh, Winter hat noch so viel offen und er macht jetzt das. Die Red Bomb, okay. Nee, okay, okay. Hatte ich schon wieder vergessen. Ich muss sagen, das ist auf jeden Fall ein ultra interessanter Seed. Vor allem mit der Konstellation, dass wir hier jetzt schon einen Spielerhabern gesehen haben. Und trotzdem ist für beide noch alles drin, würde ich behaupten. Also wie gesagt, Winter hat hier noch den Vorsprung von den Crystals. Ja, für Winter wäre es besser gewesen, wenn es andersrum wäre, wenn Bombus auf Agar liegen würde und der Hookshot da auf dem Weg. Aber ja, das ist kein Wunschkonzert. Nein. Nobly wird jetzt hier noch Misery Meyer full clearen für beide Items. Roter Boomerang. Eins liegt hier. Silver Arrows wären jetzt nice für den Winter, aber nee. Denn zum Beispiel im Bowlock Bow würde sich Nobly wahrscheinlich nicht mehr abholen. Mit der Red Bomb. Nee, gehe ich auch nicht von aus. So, wie das sieht mir zum... spielt Winter jetzt? Ja, das sieht mir jetzt entweder nach einem Skullwoods oder nach der Smith Chain aus. Also er checkt jetzt noch nicht die Agar Ledge. Sonst ist die Smith Chain. Wird also hier seinen Bombos bekommen. Und dann wahrscheinlich auch relativ flott nach Meier laufen. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Für ihn gut, dass er Bombos vor dem Hookshot findet, sonst würde er vielleicht dazu verleitet sein, nochmal nach Swamp zu gehen. Ja, aber wenn Winter hier auch die Hookshot-Logik bzw. Key-Logik von Ice Palace kennt und wir das alles richtig so gesagt haben, dann schätze ich, wird er wahrscheinlich auch den Hookshot eventuell in GT suchen.
Nee, aber Ice Palace war nicht Tuckshot locked, also. Ja, deswegen. Ach, das wäre. Ah, stimmt. Hm. Oh ja, das könnte sogar sein. Ja, wie du gesagt hast, sind sehr, sehr viele Chests, auch ohne Hookshot in Logik. Wo der halt drauf liegen kann. Sogar bis hoch in den Climb. Aber nur wenn der Big Key früh liegt. Jo, er kann bis zum Fireball Room liegen. Auf der Left Side. Und auf der, Schwert. Ja, und auf der Right Side komplett. Dann ist das ja wirklich die Mutter aller Hover-Seeds. Keine Items hinter dem Hookshot gelockt. Und Hookshot selber auf der Agar-Ledge. Also, okay, Wahnsinn. Das könnte auch später bei unserem GTPK Guessing Game ziemlich interessant werden. Just saying. Ja, Winter nachdem, ist hier auf dem Weg zu seinem letzten Crystal Dungeon. Ja, genau. Der Palace hat Winter schon abgeschlossen, auch wenn es hier gerade noch nicht markiert ist. Wenn es hier gerade markiert ist, meine ich. Ja, oh Junge, das wird wahrscheinlich das gerne ins Tower Play und es macht ja auch Sinn, also. Also, wir haben für euch wieder eine Vorhersage vorbereitet. Wird der GT Big Key Guessing wird der GT Big Key eine gerade oder auf einer ungeraden Zahl liegen? Macht eure Vorhersagen mit wichtigen Punkten. Fake Internet Points. Ja, und auch im Chat werden wir, sobald sobald der erste Runner gerne ins Tower betritt, das muss nicht Winter sein. Es wird wahrscheinlich Winter sein. Wird auch bei dem ersten Runner gezählt werden, wo der GT Big Key sich versteckt. Ja. Kann mit dieser kein Hookshot vor GT durchaus eine lustige Reihenfolge und auch Durchnummerierung werden. Und ihr müsst euch eure Zahlen merken, genau, denn wenn er den Hookshot in gerne Zauber nicht finden wird, wird er wohl wieder rausgehen müssen. Ja, er kann zumindest theoretisch alle Chests auch ohne Hookshot unten öffnen. So ist das nicht. Auch ohne zu hovern. Also den Biki theoretisch vorher finden. Allerdings würde es keinen Sinn machen, in den Climb zu gehen, wenn der Biki tatsächlich bei einer Position liegt, die den Hookshot required. Und damit Winter dann wahrscheinlich aus GT wieder raus. Oh, Nobly schenkt Winter noch ein bisschen Zeit, denn er geht nach Eastern Palace ohne Bogen. Also Nobly muss halt auch noch Pot und Eastern dann nochmal betreten und nochmal abschließen. Mhm. Oh, das ist ein interessantes Rennen, ey. Wann wird Winter die Agar-Ledge checken? Und wird er das überhaupt? Wahrscheinlich nicht. Das ist halt vor allem bisher auch sehr, sehr schwer zu sagen, wer und wie weit jemand überhaupt vorne liegen könnte zu dem Zeitpunkt hier. Also Winter, klar mit dem Crystal-Vorsprung. Aber halt auch eventuell noch mit dem Agar Tower. Oder auf jeden Fall noch mit dem Agar Tower, den Nobly skippen könnte. Ja, und lass den Hookshot auf einen der anderen Off-Locations liegen und dann hätte Winter hier einen großen Vorsprung, aber so. Ja. Und ist es natürlich auch noch die Frage, ob Nobby eventuell halt doch Agar macht vor Swamp, um eventuell einen Swamp Double Dip zu vermeiden. Und ich meine, der Hover muss halt, ja auch erstmal klappen, ne? Natürlich, natürlich. Aber wenn er den Bogen im hinteren Teil von Swamp vermutet,
Oder die Wahrscheinlichkeit ist natürlich da noch für ihn, ne? Dann könnte er halt vorher auch Ärger machen. Also, wir haben nämlich den Bogen in Swamp Palace. Da muss Nobly, aber da wird Nobly als nächstes hingehen, weil Eastern Palace ist das Letzte, was er vor Swamp machen kann. Muss dann noch Eastern Palace und Pod abschließen und kann danach gerne ins Tower gehen. Winter hier in seinem 7. Crystal Dungeon hat gleich 7 Kristalle und wird den GT, wird den Hookshot in GT suchen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja. Ah, ja. Bleibt spannend. Also, ich traue mich nicht zu sagen, wer vorne ist. Ich mich auch nicht, auf keinen Fall. Aber sobald hier Vitrius tot ist, wird unser Tracker das Bicky Guessing Game starten. Da könnt ihr eure Zahlen von 1 bis 22 in den Chat schreiben. Und ja, dann spielen wir heute mal eine etwas verrücktere Variante davon. Und jetzt könnt ihr eure Zahlen in den Chat hauen. 1 bis 22, wo wird der GT Bicky liegen? Ich sag auf der 1. gezählt wird, die beim ersten, der gerne Tower betritt. Das wird höchstwahrscheinlich Winter sein. Selbst wenn Nobly den Big Key zuerst finden sollte, würde dann bei Winter gezählt werden. Ja, Nobly holt jetzt noch Catfish nach, während Winter auf dem Weg auf den Berg ist. Ja, mit der 1 ist für, also kurz, deine 1 ist natürlich für Winter auch eine absolut schlimme Zahl, weil alles, alles was vor den Checks liegt, die der Hookshot theoretisch lockt, ist für Winter nicht toll, weil dann könnte er theoretisch auch den Climb machen und den Hookshot logisch da suchen. Oh no, lieber nicht, dann lieber 22, dann ist es für beide doof. Dann ist es für beide doof, ja, aber für Winter an der Stelle ein bisschen besser. Ja, Nobly möchte auf gar keinen Fall nach Swamp, weil er weiß ja, wo der Hookshot ist und mit Swamp müsste er höchstwahrscheinlich die Left-Side machen, weil man sonst nur 2 Truhen erreichen kann. Dann lieber erst alles andere machen. Also der Swamp-Bogen extrem gut für Winter, der Hookshot nicht so gut für Winter. Nein. Ich meine, wir wissen, dass Winter hier aus GT nochmal raus muss. Allerdings ist dann ein Agar-Play entgegen Eastern komplett zum Boss durchlaufen und Pot, sorry, gerade Wortfindungsstörung gehabt, Pot komplett zum Boss durchlaufen, so ein bisschen bei den Runnern angesagt. Und das ist halt sehr, sehr knapp von der Zeit. Ich weiß. Das Beste, was Winter hätte passieren können, wenn der Ice Palace Hookshot Lock gewesen wäre. Ja. Tatsächlich. Dann würde er hier niemals in GT reinlaufen. So ist es ein unglaublich spannendes, unglaublich knappes Rennen. Ich denke, wir waren in der letzten Zeit oft genug mit Winter im Boys, um zu wissen, dass er nicht hovern kann. Also ja. Winter braucht den Hookshot. Nobly entscheidet sich jetzt auch gegen das Agar-Play for Swamp. Also er möchte auf jeden Fall, also er wird auf jeden Fall hovern, wenn es dazu kommt. Ansonsten würde er sich den Hookshot hier abholen und auf Nummer sicher gehen. So, weil es der Bogen hinten zu finden ist. Mitzählen. 1, 2. Aber auch er skippt erstmal Tile Room. Ja, verrücktes Match auf jeden Fall. Ja, vielleicht überrascht uns der Winter auch. Vielleicht hat er ja doch den Bounce geübt. Oder das Havan. Also ich meine, du hast dir den Bounce in der letzten Zeit ein bisschen angeeignet. Ja, das stimmt. Aber in dem Winter habe ich das noch nicht mal üben sehen. Es ist halt auch einer der Tricks, die tatsächlich ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen. Also das hat man nicht mal gerade nebenbei on the fly gelernt, selbst wenn Winter jetzt gleich oben stehen würde.
Das Einzige, was für Winter vielleicht gut ist, wenn er schon mal den Big Key bekommt, dass er wenigstens gleich nicht nochmal den Big Key suchen muss. Wir sind übrigens bei der 6. Rechte Seite ohne Tile Room. Naja, das macht dem Gegner da tatsächlich keinen Schaden. Den könnte man nur mit dem Hookshot stunnen. Oh, dass ich die I-Frames, indem er einmal runterspringt, das ist so intelligent. Und so gewollt gewesen. So, Nobly jetzt im Go-Mode. Zumindest im Hover-Mode auf jeden Fall. Im Hover-Mode nach 1,34. So, Bob's Chest, die Nummer 7. Aber Winter müsste wissen, dass das von der Logik her erst hinter 3 Small Keys ist, mindestens. Gut, wir haben die Fackel zum Beispiel noch nicht gesehen. Den Fire War Room. Aber desto später jetzt der Big Key liegt, desto besser ist das für Winter. Ja, hoffentlich macht er nicht den Climb. Das ist 8, 9 und 10. Oh Mann, armer Winter. Also dieses Gefühl auch, wo ist der Hookshot und könnte er hier sein und ist es nicht die 11? Und wenn man den dann findet, den Big Key, macht man den Climb oder nicht? Also dann, er muss darauf spielen, weil, keine Ahnung. Ja, und er hat jetzt auch tatsächlich nur noch eine einzige Chest, die ohne Hookshot in Logik ist. Wir müssen für ihn hoffen, dass der Biki nicht hier liegt. Das wäre jetzt die 12. Okay, er kann wieder rausgehen. Achso, Tile Room. Oh mein Gott. Oh no. Oh no. Oh no. Der Hookshot ist auf der Agar-Ledge. Stell dir mal vor, wir hätten das von Nobly vielleicht schon nach, keine Ahnung, 30 Sekunden im Spiel gesehen, dass er... Das ist ja, oder von Winter hätte er es gecheckt. Er hätte es sehr, sehr früh, denke ich, gemacht. So, Tile Room ist die Nummer 13. Oh boy. Ich habe die 13 getippt. Jetzt hoffe ich, dass er nicht hier liegt. Auf der einen Seite wäre ein Tile Room Big Key immer auch die letzte Position für den anderen. Aber für Winter wäre das jetzt ein Zeichen, immer noch den Climb. Eigentlich sollte er lieber nicht hier liegen. Lieber im Nein, Star auf keinen Fall. Okay, sehr gut, sehr gut. Okay, Winter, hast du noch irgendwas offen? Ja, er hat noch das Green Pendant, er spiegelt ja in der falschen Position. Das Green Pendant mit der Motte. Und? Hat er deshalb beide Items raus? Sag auf dem Boss noch was? Auf dem Boss war die Karte. Der hat die beiden Desert Items gesehen, auf jeden Fall. Ja, dann auf jeden Fall, ich denke nur noch Skullwoods und Agar. Ja, aber Nobly hat jetzt mittlerweile auch schon seinen 6. Crystal. Und muss jetzt nur noch spiegeln und Eastern den Boss machen. Also das wird, ja. Das dürfte wohl nicht mehr zu machen sein. Außer Nobly scheitert einige Male am Hover. Ja, das darf man auch nicht unterschätzen, ne? Also, wir haben vorhin schon den Hookshot-Tag gesehen. Das ist, es ist keine leichte Mechanik, das auf keinen Fall. Sonst würden es viele können. Viele machen und dann wäre das gar kein Thema. Aber Nobly wahrscheinlich zuerst im Climb. Also die erste Kiste in Hookshot Cave hat Winter gebonkt. Winter hat noch offen Left Side Swamp, Skullwoods und die Agar Ledge. Aber wenn
wenn Nobly links rum geht und die meisten Runner gehen links rum, wird er auch den Biki dann zeitig finden. Ja, er muss aber trotzdem erst entweder einen Bombjump oben Richtung Starforce Room machen, einen Richtung Randall Room, beziehungsweise da einen Hover. Ja, Nobly also hat es noch gecheckt. Ja. Also es ist noch viel, was Nobly auch noch Zeit kosten kann. Also das Ding ist noch lange nicht gelaufen, ne? Ich meine, Winter jetzt erstmal noch mit der Versicherung, dass auf dem Green Pendant nichts liegt. Würde hier auch den Big Key bekommen, sprich, wenn ich mich nicht verzählt habe, das zweite Item ja in der Big Chest hier in Skullwoods. Dort auch nochmal hinlaufen. Aber das ist unglaublich interessant. So, Nobly jetzt auch mit seinem letzten Crystal. Kann sie jetzt auch aufmachen nach GT. Ja, und das, was Metal Maniac natürlich auch noch schreibt, die Silvers auf dem Green Pendant könnten für Winter, weil ich schätze auch, dass er das noch abchecken wird, bevor er Aga macht, auch nochmal ein bisschen Zeit rausholen. Zumindest im Ganon-Fight. Allerdings mit mittlerweile Gold Sword auf Noblys Seite ist das nur noch ein sehr, sehr geringer Zeitverlust, den er da hinnehmen müsste. Ja, und wenn Winter jetzt gar kein Goldschwert hat, dann hat Winter auch noch ein Item in der Cutscene-Chest in Maya. Denn da war das Goldschwert. Oh Junge. Ach, stimmt, Nobly hat Green Pendant schon gecheckt. Stimmt. Ich ruder zurück. War nichts drauf. Das könnte auch so ein bisschen darauf zurückführend sein, dass Winter in der Regel Lumberjack checkt. Und deswegen vielleicht es ihm jetzt nicht mehr in den Sinn kommt, dass er das checken könnte, weil normalerweise hat er das direkt nach der Escape gecheckt. Und so, was macht Winter jetzt? Green Pendant. Ich hatte kurz Hoffnung, dass er direkt nach Aga läuft. Blind Aga? So blind wäre er jetzt tatsächlich nicht mehr. Aber es macht natürlich absolut Sinn, dass er jetzt das Green Pendant zuerst abgibt. So, ich zähle nochmal bei Nobly mit, just in case er, also nur für den Fall, dass er schneller fertig wird, als Winter wieder den Big Key finden sollte. Du meinst, falls Winter forfeitet, so als ja. Zweitlösung für den Worst Case? Ja. Wobei das ja ein bisschen rigged wäre, aber ja. Das wäre ziemlich rigged. Also Winter hat Lumberjack nicht weggetrackt zumindest. Okay, da wird hier direkt schon mal das Hovern geübt. Ja, zumindest auf diese erste Plattform kommt man auch mit einem Bounce von den Boots. Oh, er spielt aber auch mit dem Chat, ne? Hovert hier schon mal, damit er... Und der Big Key für ihn auf der 2. Braucht aber noch einen Small Key. Ach, der hat er ja. Oh boy. Oh boy. Und Winter geht Left Side Swamp als nächstes. Ja, Left Side Swamp tatsächlich ein Stück weit schneller als komplett Aga zu machen. Also er hat schon recht. Das sind aber alles maximal schlimme Checks für ihn. Also Winter ist auch schon seit über 20 Minuten nur noch am Hookshot suchen.
Ja, also. Wenn Nobli wenigstens auch Aga machen müsste, wäre er immer noch. Da, selbst dann wäre er noch hinten. Ja. Und das sah wirklich gerade so souverän aus. Da glaube ich, dass Nobli das vielleicht in 4-5 Versuchen schaffen wird, tatsächlich. Es sei denn, also, er schafft es 5 bis 10 Mal nicht und seine Hand fängt an zu krampfen und er. Nein, das ist schon und nein. In dem Fall nicht. Nein, das war nur ein Spaß. Das Einzige, was ich da tatsächlich sehe, ich weiß nicht, was er noch in den Flaschen hat. Je nachdem, mit was für Equipment er am Ende da oben ankommt. Wir haben keinen Powder. Sprich, wir können uns da oben keine Anti-Fairy powdern. Jo, da eventuell noch das ein oder andere Herz verlieren. Also das ist so das Einzige, wo ich vielleicht Nobli, falls er denn beim Havern fällt, noch sehe, dass er da großartig Zeit verliert. Falls er wirklich noch einen Tod oder etwas hier oben in GT hinnehmen müsste. Ja, denn also wir müssten nämlich auch für unsere Vorhersage ein Ergebnis haben, weil da sind ja quasi schon Kanalpunkte irgendwie drin. wenn Nobli gewinnt, war es die 2 vielleicht, wenn Winter aufgibt. Aber ich möchte da auch nicht. Schade, fast der Doppelspin. Ein bisschen die Aufgabe der Mods. Also vorausgesetzt, Winter kommt hier nochmal in GT rein, dann wird natürlich das Ergebnis von ihm gezählt. Okay, die werden zurückgegeben und annulliert, okay. Für den Fall, dass das Nobli gewinnt und Winter aufgibt. Ja, eben. Und das, was Unrat sagt, mit der Information über den Hookshot hat er jetzt sich mehr als diese 5 Minuten Vorsprung tatsächlich rausgespielt. Das stimmt ja. Spätestens jetzt wäre er auch schon bei Aga. Und Winter müsste nochmal den kompletten Climb dann machen. Erstmal noch links den Hookshot immerhin dann auch auf seiner nächsten Position finden. Je nachdem, in welcher Reihenfolge er den Stylefrost schon cleared, ja. Aber Nobby jetzt auch schon 3 Räume vor Moldom 2. Macht hier noch ein paar Kisten auf für eventuelle Silvers. Weil mehr könnt ihr ihn jetzt nicht mehr nach vorne bringen. Er geht halt auch nach Mystery Meyer zurück für das eine Item. Also Aga wird einfach nicht gecheckt. Auf Biegen und Brechen nicht. Ja. Das ist Rando. Wenn man eine Location bewusst sagt, ne, da gehe ich nicht hin, das wird das allerletzte, was ich tue. Und da dann was drauf liegt, dann sieht es aber auch schwer aus mit dem Gewinn. Es sei denn, beide machen das. So, First Try Hover. Ah, das Ding ist, also wenn man runterfällt, verliert man ja nicht mal Leben. Also, außer man fällt auf die Spikes drauf. Na, ja, wenn man es immer in derselben Position macht, fällst du allerdings auch nicht auf die Spikes. Er wird jetzt auf jeden Fall erstmal Moldom töten. Um hier nicht gestört zu werden. Und für Nobly natürlich jetzt auch eine extrem angespannte Situation. Er weiß, es kommt jetzt darauf an, dass er das hier schafft. Das sieht gut aus. Ja, das sieht sehr gut aus. Er ist drüben. Und damit wird er. So Pause. Jetzt hier der Hookshot drin. Nein, also auf jeden Fall Nobli damit sehr, sehr weit vorne. Ich würde sagen, uneinholbar für Winter. Wenn er das nicht sogar vorher schon war. So 30, 40 Versuche hatte er wohl noch, aber er hat es im, was war das, 2. Versuch geschafft. Yep. Ja, sehr stark. Und das ist dann auch uneinholbar. Also... Nein, mit dem Equipment wird hier auch bei Aga 2 und Ganon nichts mehr schief gehen.
Also Leute, lernt Havern oder Muldern bouncen, ansonsten braucht ihr den Hookshot, nein. Nein, so ein Seed ist, ich weiß nicht, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass tatsächlich... Ja, die Punkte werden annulliert und wir können mal, falls jemand die 2 gesagt hat, ihm irgendwie beglückwünschen. Ich scroll mal gerade ein bisschen hoch. Die 2 hat keiner gesagt, ich habe als erster die 1 gesagt, herzlichen Glückwunsch, ja. Oh Mann. Ne, wir haben 2 3, einmal von Sonic One 1988 und von Slowmo. Die natürlich dann genauso weit von der 2 entfernt wie du. So ein kleines Glückwunsch auch an euch. Außer Winter überrascht uns und spielt den Seed hier gleich noch komplett zu Ende. Nope, ja, schon durch Phase 2 bei Ganon durch. Hat den ersten Hit in Phase 3 drin. Spielt das hier sehr, sehr schnell runter. Und dann sind es jetzt nur noch die Silverless Spins für Nobly, die ihn vom Sieg trennen. 12 Stück an der Zahl. Und gerade auch noch auf die Frage einzugehen im Chat. Ja, Winter kann Silverless. Ich denke, das wird mittlerweile jeder Runner zumindest hier in dem Turnier können. Würde mich zumindest sehr, sehr wundern, wenn nicht. Wir sind ja auch schon in der Gruppenphase und die Silver ist tatsächlich Items, die man sehr, sehr selten geschenkt bekommt. Ja, jetzt kann Winter auch Blind Arger machen, denn das ist wirklich die absolut allerletzte Position, wo ein Item in diesem Spiel für ihn noch liegen kann. Und Nobly hat Ganon besiegt und damit auch Winter 2-0. Zieht in die nächste Runde ein. GG's an Nobly. GG's, ja. Und Winter hatte Racetime auch schon offen und hat direkt im nächsten Moment aufgegeben. Sprich, die Kanalpunkte werden zurückgegeben. Und ja, das Guessing Game heute mal nicht abgeschlossen. So, Nobly wird gleich zu einem Interview dazustoßen. Warten noch kurz auf ihn. Yo, GG to both of you. GG's. GG's. GG Nobly. Ah, what a seed. Yeah, that was a infuriating seed. Yeah, kind of. I mean, happy for me, I knew that Bo couldn't be behind Lamb, so I was like, okay, Hookshot is a little irrelevant. Like, it's not really required, in my opinion. But... Yeah, Hookshot wasn't locking anything for you. Ice Palace wasn't Hookshot locked. And so Winter was 2 crystals ahead, but had no information about this Hookshot. That was his very last location. He was doing Blind Aga right now at the end. And yeah, he didn't check Lumberjack. You did check it at 1 hour something something. I don't know. You saw the Hookshot and nothing was behind it. Yeah. And you could hover. Yeah, when I saw it, I was like, oh, please do not be Bombos locking behind the Hookshot. Yeah. And then it took me forever to find the bow, because I knew bow was somewhere logical before the Hookshot, so... Yeah. It laid because of the lamp pretty awkward, on a pretty awkward location in Swarm. So it possibly could have... laid behind the Hookshot, I think. But, yeah, luckily for you, it not, so... Yeah, I mean,
with that lamp being bow locked, I knew hookshot couldn't lead to the logical bow, so I was like, okay, I'm just gonna pick up the logical bow, save the time from Aga, because I was feeling behind because of my desert mismarking. I thought desert was the green. That's why you cleared the boss. Okay. Yeah. I thought desert was the green pen. I was like, oh boy. Why did I? Then I was like, wait, which pens was green pens in Dark World again? Okay. Yeah, we wondered because you first stole the key in the bag and then came back for the boss. Yeah, because I was expecting it to be boost locked and hoping to pull two items and just leave it behind. Then I was like, oh, well, it's not boost locked. Well, I better go clear the boss for a green pen. Saw the red pen drop. I was like, wait, what? Yeah, I think it was a pretty even seed until you hovered the hookshot cave, and we know, okay, that... That's the thing, you can hover. Yeah, I was really hoping for an early Aga seed, because, like, if we got boots earlier, I was hoping we didn't find mirror, because I knew Swamp was a pendant, and I was hoping that we got boots, and it was requiring you to do Aga, and like get something like the mirror from Darkwall to go to the right side mountain to get the Darkwall progress with gloves or something like that, but yeah, that didn't happen, unfortunately. And when I found the mirror at the mushroom, I was like, if I only did this before I went to the mountain, huh? Yeah, I did the same thing, actually. Yeah, because Winter, you had some opportunities to check the Aga Ledge, but I think it is because you usually check Aga Ledge right after escape, right? No, I think my game plan, since I saw last game, okay, Nobly, he's a really strong opponent, like, holy cow, how is he in the first round, you know, and how did he not win his group? Yeah, winning with the Bomb Tubular was my first Hammer on Fat Fairy seed, so... Yeah, that was the winning move, and I knew, okay, he was really good in execution and glitch knowledge and stuff. So I was like, my game plan was actually skip as much as possible and really do some off-location checks first, which was, well, I kind of also got the bow, I think. I think I got him earlier from what I heard. Yeah, way earlier. Yeah. So that felt really good. Also, the early TR play, kind of, that was just an opportunity I had to take. Also felt kind of good being rewarded with the boots. Yeah, I mean, if I knew Desert wasn't Green Pen, I would have gone Turtle Rock. If it wasn't for the hookshot, Winter would be ahead, like, two crystals. Oh, yeah. Besides the hookshot. Yeah, so my game plan would have worked. That's why I also skipped the whole Smith chain, because I knew, okay, this is like the obvious play right now. You have the mids, you have the mirror. That's what everybody will do. So let's just skip all of this and, I don't know, go straight for the unorthodox play and find the bow so you can clear the other two dungeons, EP and pod. Yeah. I don't know. It almost worked out. Just if the hookshot was also on the way, I think I would have shot at it. Yeah, when I saw hookshot there on Lumberjack, I was like, okay. Yeah, I'm not going for that. Yeah. The only thing that will make me pick this up, if I don't find Bombos in any of these other locations, and I'm left with Swamp only, because then I'm going to do Aga and pick up the hookshot before I enter Swamp. Yeah, GG's to you, like, again, your execution and being able to hover, you know, not everybody can do that in the Challenge Cup, so props to you. Well-deserved win. I don't even feel bad about losing right now. And yeah, it almost worked out, but, you know, good luck further. Yeah, thanks. I mean, it was interesting seeds we had, so it's one of those rare seeds where Swamp's a pen and Hookshot is in a bad location. Hammer in, like, the Pyramid Fairy, if you're not experienced with that, it's not cool seeds. Yeah, that was my first Hammer on Fat Fairy seed that we rolled last time. Yeah. Yeah, Winter. Yeah, I was kind of... Are you going to learn the Hover or the Modern Bounce now?
Nah, it's like, I don't know. I think maybe I would play a little more thoroughly next time. Like, not checking Argaledge was really greedy, I think. I think I should have done that at least. And then I would have gone for the Arga play for sure. And yeah. I think even then I might have stood a chance, potentially, maybe, I don't know. But the hookshot could have also led me astray or, you know, do some other checks. Because I tried to follow the progression that I found on along the way, along the unorthodox way. Yeah. Checking Agaledge is very easy when you have like boots, because then you do Bonkrox and check them. Or sure. That's usually when I check it, no matter what. I never check it early because it doesn't really care, because you can't get it without boots anyway. And Bonkrox is like 2 screens away, so yeah, I make it as a rule. As soon as I have the boots and do Bonkrox, just go there, take those 2 screens, take those 10-20 seconds, lose it, or win it. Yeah. Yeah. That's excellent. The wisdom word for today. Yeah. Thanks for the comms and restreams. It was fun. Yeah, my pleasure. I enjoy watching. Vita, you wanted to say something? Yeah. Same thing, basically, you know. Thank you for the restream. It was a really tough seat for me. Felt good. I was very shaky at the beginning, and I couldn't even do the Darkroom in EP, which was really, I don't know, that threw me off guard. I was kind of having a little mental stress at that point, but, you know, when I found some progression along the way, it got better. And yeah, then hard last locating the hookshot, yeah, that wasn't great. But again, I don't feel bad about losing. Like, Nobly is a really strong player. And yeah, thank you all for the restream. Thank you for watching, for rooting for us. And yeah, I hope it was at least entertaining to watch. So, and I didn't make you, you know, sit there for another 20 minutes or however long it would take me. Yeah, it was definitely interesting. But I was kind of surprised you didn't go for the mids checks, because you had to find the mids in a Eastern dip without the bow, so yeah, it's such a sad. Like, you didn't go Super Bunny Cave, which was your tempered, which would have been better for Turtle Rock. Yeah, that was a bit annoying going there after Turtle Rock, sure. And I thought, I don't know, the Smith chain would have been really nice, at least Hammer Packs and the Smith. Yeah, because it's so fast with the mirror and. Hammer Packs had your bombos. Yeah, it's time consuming, I know. Yeah. Again, like, my strategy was do the unorthodox thing, and that's why I intentionally skipped that part, honestly. Like, but the mids were really your lead, to be honest, and you didn't do anything. Oh, okay. Well, I didn't think nobody wouldn't have them. Okay. Okay. Yeah, Ice Palace was open so long ago for you and I mean, it was nothing in there, but yeah. It was a full clearable dungeon for you. Yeah, I don't know. But yeah, again, I thought he had the mids too, so I kind of tried to do some other stuff first. Mm. I tried to find an advantage elsewhere, which I think I did in Swamp, and maybe a bit in TR. I don't know how early Nobly went there, but yeah. Yeah, just a little after you. I mean, like, okay, 4 to 5 minutes or 3 to, I don't know, a little bit after you. Yeah, it was a really nice and interesting seed. Sure. Really well played by both of you. GGs. And yeah, thanks for playing. Thanks for commentating with me, Duden. Thank you, Roti, for tracking. And yeah, thanks for your... thanks for watching us to the chat. And I think we can end it here. Have a nice day. And yeah, see you next time. So, nochmal auf Deutsch kurz. Also, vielen lieben Dank fürs Zusehen und vielen lieben Dank an alle Beteiligten. Das war ein wirklich sehr spannendes Race. Zumal wir auch wirklich die Aga-Information erst so spät im Seed hatten. Und dann auf einmal, oh shit, Nobly kann hovern. Und ja, das war wirklich auf einmal so in Hookshot Cave so ein, oh oh. Ja. Und das könnte böse ausgehen. Oh, ich hab's ja schon beim letzten Mal gedacht, ey. Also, der ist wirklich sehr starker Gegner. Also, für die erste Runde, wo man sich denkt, ey, wie hat der denn seine Gruppe bitte nicht gewonnen?
auch sein Overworld-Movement, wenn man sich das am Anfang angesehen hat. Das war so stark einfach alles. Ja. Der ist auch ein ganz erfahrener Spieler, also der ist schon ein alter Hase, deswegen, also da fühle ich mich überhaupt nicht schlecht. Ich meine, ich spiele jetzt seit den Main-Qualifier quasi und der war ja, ich weiß nicht, wie lange er schon spielt, auf jeden Fall war er letztes Jahr schon in der Open League und ich glaube auch davor schon eben kompetitiv wirklich auf höherem Niveau. Ja, also, du hast dich wirklich gemacht, ne? Also du hast ja wirklich competitive, oder du hast dein erstes Race mit dem Qualifier gemacht. Genau. Also wirklich, Hut ab, das ist sehr stark, deine Entwicklung. Bleib dran. Jo. Ist schon extrem stark, also krass. Jo, ich werd's tun. Alles klar, danke euch nochmal, ne? Macht's gut. Jo. Also, tschüss Leute, wir haben uns überall bedankt. Macht's gut. Ciao.